Ja, wie kann der überhaupt brüllen, wenn er ein Schwert im Maul hat? Diese Hand ist so creepy. Ah, die kämpfen jetzt einfach mit, wie in einem Raid. Ich verstehe. So ein mächtiges Vieh und der bufft uns nur, oder was? Ich hoffe, der hat einen ziemlich guten Grund dafür. Hühnerwürm. Das war diese Drachenattacke. Der wird direkt vernichtet. Oh je. Jetzt geht's richtig los. Dein Vieh wurde fast zerstört. Ich will das nur mal sagen, ja? Nee, warte mal. Gegen Drache. Ich kann Pokémon hier nicht wechseln, oder? Doch, kann ich sogar. Oh. Ich mach das, sobald mein Skelabra das Zeitliche segnet. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Man darf nicht vergessen, dass trotz er das Schild hat, trotzdem sein Kopf vorne noch rausguckt. Also weiß nicht genau, wie das funktioniert. Der Erzwibbelt auf jeden Fall gut rein. Wenigstens machen die auch mal was von den NPCs. Nicht so wie die anderen Teams, die man immer dabei hat. Endinalos. Oh. Was ein Vieh. Oh je. Natürlich, warum auch oft nicht. Ich komme da mit meiner Psychokinese, weißt du? Bip. Okay, Risikotackle, der killt sich echt noch selbst. Er hat's fast geschafft. Oh je. Yeah. Kind. Oh, verdammt. Kann ich es jetzt fangen? Kann ich es fangen? Fangen. Scheiß drauf, ich riskiere es einfach nicht. Ich setze einfach einen Hyperball ein. Da kommt der Ball geflogen. Komm schon. Ich glaube, das kann gar nicht fehlschlagen, oder?
Ja, ich bin auf Nummer sicher gegangen. Und das war Schild und Schwert. Das sind die zwei Legendären wahrscheinlich. Kann ich sie da jetzt fangen, oder? Ja, ich will den auch haben. Kann ich das legendäre Vieh gegen den Arenaleiter einsetzen? Das war natürlich gegen den Champ. In Dinalis. Achso, ja, gut. Mal gucken. Na dann. Habe ich es jetzt dabei, oder? Kann ich es mir holen? Alter. Giftdrache. Das ist... Das passt perfekt in diese Box rein. Ja, Hutut, Mirapla, Velursi, Entinalos. Den setzen wir aber ganz schnell mal hier vorne hin. Genau genommen. Ah, zwei Drache, ich weiß es nicht. Max Sachs ist ja eigentlich schon nicht verkehrt. Der hat 180 und 92. Okay, der hat verdammt viel Spezialangriff. Heiliges. Was hat denn der für Angriffe? Hm. Oh. Okay, das ist ein normaler Angriff, also eine physische Attacke und dann sind Spezialangriffe. Ist schon okay. Dynamaximeter Ziele erleiden doppelten Schaden? Das ist geil. Gerade für, ne, Raids und so. Ja, mein Freund Max Sachs, du hast mir wohl gedient. Dein Job ist hier erledigt. Ich habe einen würdigen Nachfolger für mein Drachenteam gefunden. Du kriegst natürlich den Ehrenplatz auf der Nummer 1. Alle Mitglieder... Ach scheiße, hier fehlt mir auch noch einer. Oh Gott, zum Kotzen, ey. Dieses ranzige Fischfossil, das gibt's nicht. Ich glaube, das werde ich niemals bekommen. Das sieht auch zum Glück überhaupt nicht overpowered aus, wenn das da so drin sitzt. Naja. Finale, ne? Gegen den Champion. Und keiner von denen hat mitbekommen, dass ich das Ding gefangen habe? Du. Zum Stadion. Du bringen mich Stadion. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt? Ah, das geht. Apropos, ist das das letzte auf der Liste? Sakyan Samazenta. Okay, Groldra. Viscogon. Hier kommt wahrscheinlich noch ein Zinn, schätze ich. Midiras. Groldra kriegt wahrscheinlich zwei. Endinalos. Samazenta. Sakyan. Samazenta wird ja auch eines Tages bekommen. Eines Tages. Erstmal geht's zum Finale. Und dann werde ich auch natürlich auch mein Indynalus einsetzen.
Huch, wo geht der denn hin? Kannst du jetzt endlich losgehen ohne Unterbrechung? Ganz genau. Ach komm, der sieht sogar, dass ich es aufgenommen habe. Jetzt geht's los. Ich bin ready. Mein Body ist ready. Ich finde es aber gut, dass er erkennt, dass ich es im Team drin habe. Der Leon. Ja, der macht das auch. Das macht. Sein kleiner Bruder macht das auch, wenn. Vorher kämpft sich erstmal selbst. Ins Gesicht klatschen. Durengard ist wahrscheinlich die dritte Entwicklung von diesem Schwert-Dings. Dingsbums. ...62. Das wird sehr interessant. Das könnte knackig werden, dieser Kampf. Fuck. Das könnte sehr, sehr knackig werden. Oh, guck mal einen an. Ich weiß nicht, ob Geist gegen Geist so effektiv ist. Anscheinend ja doch. Oh, scheiße. Okay, warte mal. Stahl, Stahl. Kampf, ja? Theoretisch? Ja? Cthulhu, dafür wurdest du mitgenommen. Das ist dein Moment. Du Schwein. Top-Genesung. Was eine Flasche. Achso, es ist Geist. Wie oft will er das noch machen? Das könnte sehr knackig werden, dieser Kampf. Das könnte vielleicht sogar der erste Kampf sein, den ich verliere. Ich will aber nicht. Er zerlegt auf jeden Fall sehr schnell meine Viecher. Der ist gar nicht blöd, der macht. Der greift an, aktiviert Spukball, dann wechselt er zurück und aktiviert das Schild, sodass meine Attacken natürlich keinen Schaden mehr machen. Der ist nicht schlecht. Komm schon. Oh, ich darf mal angreifen. Nett. Ich bin ihm aber dummerweise 4 Level unterlegen, also. Oh, jawoll. Scheiße. Weißt du,
zwei Viecher schon geopfert. Eins gerade mal von ihm. Ah, Katapulra, es ist, ja, der Drache, der Drache. Hä, hey, verschießt er die kleinen Babys von sich? Oder was? Fuck. Oha. Ah, der hält durch, weil er mein Freund ist. Nice. Komm. Greif zuerst an. Greif. Nein. Das war nicht gut. Donnerblitz brauche ich mit Kramer gar nicht zu versuchen. Was können die denn alles bitte? Das sind ganz andere Kaliber. Zu den vorherigen hin. Ganz andere Kaliber. Fuck. Will Andy Nalos nicht schon direkt opfern? So langsam wird's eng, hä? Ah nee, Feuer, scheiße. Oh Gott. Irgendwas Schnelles. Das macht am meisten Schaden. Glück gehabt. Och komm, jetzt ist das dein Ernst? Das könnte knackig werden. Je nachdem, was er jetzt einsetzt. Es leben nur noch zwei Viecher. Nicht gut. Libello? Das ist es. Das ist nicht gut. Das ist das Starter-Pokémon. Feuer, ich schätze mal Feuerkampf. Ich opfere Kramer dafür. Ist das so ein Kickboxer oder was? Sieht ein bisschen aus wie ein Super Saiyajin, so wie der da steht, wenn ich ehrlich bin. Du Sau. Akrobatik ist, glaube ich, eine Flugattacke, ne? Was? Ehrlich, verfehlen? Ist das richtig gelesen gerade? Nein! Da wird eine Okay, das könnte ich unter Umständen noch überleben.